Grüß Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 4. Wir sind momentan mit Ashley hier in diesem, keine Ahnung, dem Regenerados-Labor, könnte man sagen. Wir sind dem Gefängniskomplex auf jeden Fall entflohen. Und dieser lange Weg hier schaut nicht gut aus, den werden wir aber heute wahrscheinlich erreichen. Immerhin gibt es da vorher eine Speichermaschine. Prüfen, Ashley kann gerade so runter durchkriegen. Leave it to me, Leon. Oh, fuck. Ach so, dumm. Okay, war da jetzt irgendwas schwer dran oder so? Oder warum hat die so geklemmt? Hat die sich dann so zusammengekrümmt? Wir sind übrigens... Hä? Wir sind übrigens, glaube ich, fast so weit, sagen zu können, dass wir volles Leben haben. Wir brauchen jetzt aber keine Heilung, deswegen wäre das Verschwendung. So, hier rein. Hey, mein Kumpel. Warum hast du hier einen eigenen abgeschlossenen Raum? Oh, egal warum, du hast rotes Kraut dabei, das ist schon mal nicht schlecht. Kombinieren wir mit dem hier. Dann machen wir hier noch ein bisschen Ordnung. Ja, ich versuche irgendwie ein bisschen Stimmung zu machen, während ich hier ordne, was nicht viel für Stimmung bringt. Wir haben wenig Schrotmuni, das ist nicht gut. Wir haben dafür schon über 20 Schuss Magnum, 30, über 30 Schuss Magnum-Muni. Naja. Und wir haben auch inzwischen wieder ein bisschen was an Sturmgewehr-Muni. So, erstmal reden wir mit dir. Weil wir haben jetzt mehrmals 20.000 bekommen und auch sonst recht viel. Wie viel haben wir? Gar nicht mal so viel, aber gut, wir haben letztes Mal viel ausgegeben. Können wir irgendwas verkaufen? Die Taschenuhr ist irgendwas nicht mehr ganz wertvoll, aber sicher noch recht wertvoll. Gut, dann würde ich sagen... ja. Nee. So, kaufen. Was kann man kaufen? Kugelsichere Weste habe ich doch gesagt, möchte ich. Und ich habe auch vor allen Dingen gesagt, ich möchte diese Killer hier. Aber die ist doch schon noch sehr teuer. Gibt es nicht noch was anderes? Ein Raketenwerfer mal wieder. Ja, Raketenwerfer mal wieder wäre cool, oder? Oder? Ja, ich würde fast sagen, oder? Nee, der Killer ist schon ganz gut. Ich schau mal, was ich tunen kann. Blacktail geht nicht. Broken Butterfly könnte ich tunen. Aber die, ich möchte ja nicht die tunen. Ich möchte ja die Killer 7 dann tunen. Oder Killer 7. Hier brauche ich nichts. Hier. Ah, wobei, nee. Das brauche ich ja nur dafür. Und die gehen mit einem Mal ab. Da können die Ladegeschwindigkeit wenden noch ein bisschen. Aber das ist jetzt auch Wurst. Hier kann er auch nichts mehr nähern. Würde ich sagen, es ist Zeit für die... Hier ist immer noch die Burg. Ne, Insel. Aber die habe ich doch schon. Deswegen werden mir die Schätze angezeigt, genau. Killer 7. Und das nächste Mal, wenn ein Boss kommt, werden wir die hier verwenden und dann... Ich glaube, wir können die noch nicht tunen. Schätze ich zumindest mal. Ne, 62.000. Dafür macht die 30 Schaden. Die Pistole macht 10 Schaden oder 5 oder 6 Schaden. Also ganz ehrlich, die wird ja das, die meisten Bosse one-shotten oder so. Die hat Salazar ja, glaube ich, mit 4 Schuss platt gemacht oder so. Ah, nee, der Raketenwerfer hat es mit einem Schuss platt gemacht. Ich erinnere mich. Ja, nee, das kann man alles noch nicht. Dafür müssen wir noch ein bisschen sparen. Gut, sowas ist natürlich immer ein bisschen langweilig, denke ich, diese Händlermenüs, aber... Es gehört genauso zum Spiel wie alles andere und ich will einen kompletten Umfang bieten für Leute, die sich das Spiel nicht kaufen wollen, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht, weil kein Geld vorhanden ist oder weil sie mit der Steuerung einfach nicht klarkommen oder weil sie einen Bug hatten. Ich hatte ja auch schon bei einem Resident Evil Teil, Resident Evil Zero, Bugs. Von daher, auf beiden Seiten. Öffnen. Sie ist verschlossen. Hochsicherheitsschloss. Follow me. Kannst du das bitte hier betätigen? Ja, und? Mach hier. Gibt's irgend noch mal eine Möglichkeit? Wait, follow me. Wait, follow me. What the fuck? Versuchen wir's. Ach so, ich muss den linken nehmen. Oh. Es hat nicht geklappt. Okay. Nochmal. Ist er ernsthaft? Wait. Schauen wir mal. Versuchen wir es, okay.
What the fuck, warum hat das nicht geklappt? Okay, ich lasse es jetzt mal durchlaufen. Vielleicht wird das Licht ja noch grün. Okay, ich warte jetzt einfach mal. Ich verstehe es nicht. Also entweder ich bin dämlich oder es funktioniert irgendwie gar nicht. Okay, 3, 2, 1. Das, okay, ich muss wirklich sehr genau timen. Aber okay. Gut, schon mal keine Gegner. Und es ist vollkommen ruhig mal kurz. Wunderbar, oder nicht wunderbar, weil dann hört ihr den Lüfter bei mir im Hintergrund. Oh, Moment. Komm her. Wait. So, weil ich möchte nicht, dass die hier sich wieder irgendwie Splitter in der Kiste einholt oder dass mein Messer sie an ihrem zerrten Ärmchen verletzt. Ich finde es übrigens ziemlich arschig. Das war zwar, glaube ich, letzte Folge, aber letzte Folge hat Leon gesagt, dass sie einen fetten Arsch hat. Also er hat nicht wirklich wörtlich gesagt, du hast einen fetten Arsch, aber er hat gesagt, wenn sie auf ihrem Arsch landet, dann ist sie okay. Leave it to me, Leon. Wie kommt ihr auf einmal da nach vorne? What the fuck? What the fuck ist das für ein Scheißding? Okay. Bin mir ziemlich sicher, dass ich entweder sie beschützen muss oder mich. Wahrscheinlich uns beide. Wie immer. Immerhin können wir dadurch mehr Leben bekommen, weil wir haben ja hier dieses eine gelbe Kraut. Und das verwende ich sicher nicht jetzt, wo wir uns gar nicht heilen müssen. Bus, nein. Hey, Freunde. Hey, meine Kumpels. Wie schafft ihr das, bitteschön? Peseten. TP-Money. Ja, scheiß auf das bisschen. Kommt mal ein bisschen näher. Dann schnetzle ich so schön durch euch durch. Und wenn ihr jetzt sterbt. Dann nehme ich euch all eure Güter ab. Nice. What the fuck? Wow. Okay. Was ist das? Wir sehen. Aber im Moment finde ich das gar nicht so schlimm. Also wir hatten schon deutlich schlimmere Stellen. Und die haben auch überlebt. Oh fuck. Okay. Das war jetzt gut, oder? Also ich habe es richtig gemacht. So. Muss ich gerade verstehen, was das zu bedeuten hat, dieses Beep. Außer, dass es wahrscheinlich nichts Gutes ist. Ich meine, wann haben wir jemals hier ein richtig gutes Geräusch gehört? Oh, wir müssen aufmachen eine Schleuse, damit wir weiter können oder sowas. Ja, stimmt. Die halten, glaube ich, recht wenig aus, die Typen hier. Aber jetzt komm schon. Ach, droppt doch gar nichts, so kleines Arschgesicht von mir aus. Naja, egal. Rauch hier. Ja, hoch hier. Oh, nee. Oh. Auch hier ist Kraut. Kraut ist immer gut. Grünes mit am liebsten. Danach rotes und gelbes ist auch nicht schlecht. Eigentlich ist gar kein Kraut schlecht. So, euch schlage ich beide tot. Beziehungsweise ich schieße euch beide tot. Ich möchte nur, dass ihr möglichst nicht sterbt. Dass ihr dann halt diese komische Mutation habt. Weil das ist schwul. Hey, wolltest du dich anschleichen, du kleines Arschgesicht? Was? Nein! Wo ist jetzt hier? Moment, ist sie jetzt verreckt? Ich sollte vielleicht schauen, dass ich mehr auf sie auch ein Auge habe. Beziehungsweise ist vielleicht bei ihr bleibe. Bitte sage ich, bin jetzt in dem Raum und nicht vorher. Ja, ich bin in dem Raum. Ja, oh, ist okay.
Vielleicht kann ich auch schnell sein. Ich weiß es nicht, aber ich werde es gleich rausfinden. Aber dass man Ashley so halt bewachen muss, ist schon ein bisschen eher arschig. So, weißt du was? Ich bläst jetzt durch. Hebel betätigen, ja. Der Zug wurde aktiviert. So, und wenn jetzt irgendwer kommt. Sekunde. Oh, ja, gerne. So, na, Moment. Ja, warte. So, ich muss schnell sein, glaube ich. Hä, wo? Ja, Moment. Ja. Okay, scheiß auf diese ganzen Loot hier. Down. Und weiter. So. Wäre doch gelacht. Wäre doch gelacht, wenn wir da jetzt verreckt wären. Ich kann übrigens mehr Leben holen. Das war jetzt, glaube ich, keine Verschwendung. Zwei gelbe Kräuter noch und unter der Voraussetzung, dass ich alle gefunden habe, heißt es, das Spiel ist in einer Stunde oder was aus. Uns fehlt ja eigentlich nur noch Settler, weil Salazar ist tot, also der kleine Lord und der Bürgermeister, wie auch immer der geheißen hat, dieses komische skorpionartige Vieh in dem Rathaus in der Scheune. Haha. Kann ich da jetzt nochmal Haha machen? Nein. Aber ich glaube, jo, genau das war dieses Ding, waren diese Dinger hier. Wir sind übrigens quasi da, also von daher. Ihr habt irgendwie diese Fähigkeiten von diesen Typen aus Twilight. Huh, dass ihr einfach so springen könnt. So crazy, crazy shit. Nein, Alter. Jetzt wolltest du mich verarschen. Pistolenmuni, Gewehrmuni, nice. Pistolenmuni ist. Ah, wobei, nee, komm, ein bisschen TMP-Action noch. Jetzt ernsthaft! Was? Oh, what the fuck. Und das war jetzt gut oder schlecht? Wir haben viel Leben verloren, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das geplant ist oder nicht, aber ich kann mich heilen. Ja, da. Wait. Moment, nein, nicht wait, ich möchte auf die Karte schauen. Aber wir sind schon wieder in einem neuen Areal. Das ist lang. Das ist jetzt wirklich lang. Das ist nicht cool. Aber ein Schatz und ein Händler und eine Schreibmaschine im nächsten Raum. Das geht ja schon mal gut los. Da ist nichts. Gut. Ah, herrlich. Die Frage ist, wo ist der Schatz? Das ist kein Schatz, aber es ist fast so wertvoll in Brandgranate. Hier ist der Schatz. Und zwar ein grüner Stein des Urteils. Was auch immer der bewirkt oder wofür auch immer der ist. Ich denke, wir werden es nicht mehr herausfinden, weil ich denke, ich habe am Anfang ein paar Sachen verpasst und dadurch finde ich jetzt laufend Sachen, die ich wo einsetzen kann, aber nicht gebrauchen kann. Welcome. Ja, welcome. Got a selection of ich werde übrigens so tun oder ich werde denken, ja halt die Fresse jetzt erstmal, dass dieser Abschnitt, den wir jetzt hier betreten haben, der letzte ist. Und von daher, Alter, das Schrotgewehr ist mal urwertvoll. Die Blacktail auch, weil die vollkommen upgegradet ist, glaube ich. Was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Dieser Abschnitt, als wäre der letzte. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich das hier machen, Sekunde. Ich werde es so tun, als wäre der Abschnitt der letzte, weil irgendwann muss das Spiel zu Ende sein und das Spiel soll nicht ultra lang sein. Da habe ich schon mit einem Freund geredet, dass der
nicht viel länger sein soll, also das Spiel nicht viel länger sein soll als die anderen. Und mit 10 Stunden bin ich eigentlich eh schon ordentlich lang. Also irgendwann muss das Spiel enden. Und ich denke, es wird recht bald sein. Von daher werde ich zum Beispiel mal die Markierung vermuten, dass eins eingefasst war. Ja, ich werde es noch ein bisschen aufheben, aber die Sachen zum Beispiel werde ich verkaufen. Weil das haben wir schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gefunden, so eine Krone. So, kaufen. Ne, kaufen brauchen wir jetzt nichts. Upgraden wollte ich, oder? Ich wollte upgraden, ich wollte tunen, und zwar die Killer 7. Aber die Feuerkraft zu tunen wird noch ein... Kann ich erst beim nächsten Händler wahrscheinlich machen. Wo auch immer der ist. Ich glaube, der nächste Händler ist irgendwie nochmal ein bisschen weiter. Ich schau mal, wo die nächste Schreibmaschine überhaupt ist. Ja, ich glaube, bis dahin werde ich in der heutigen Aufnahme nicht kommen. Also, ich werde jetzt gleich diese Folge beenden und dann bei der nächsten Folge gibt es dann... Das ist nicht zum Lesen, okay? Und bei der nächsten Folge gibt's dann für mich Aufnahmepause. I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. Already begun. Oh, Kapitelende. Ja, ich würde sagen, speichern. Nee, wir haben gerade gespeichert. Trefferquote war jetzt nicht so berauschend. Ja, auf 1000 Gegner denke ich, werden wir kommen. Auf 50 Tode vielleicht nicht ganz, was gut wäre. Wo bin ich in dem Kapitel verreckt? Ah ja, genau, bei der Fahrt, bei dem Aufzug, wo Ashley eigentlich verreckt ist und nicht ich, aber das Spiel dämlich ist. Übrigens, Sadler ist ein Idiot, weil der hat nicht bemerkt, dass Leon so ein Piep, Piep, Piep Peilsender, so einen blinkenden und piepsenden Peilsender auf Ashley geworfen hat. Und das vor seinen Augen. Er hat nicht gesehen, dass da was hingeflogen ist, er hat nicht das Piepsen gehört, hat nicht das Blinken auf ihrem Rücken gesehen. Ich glaube, Sadler ist eigentlich ein Idiot und die Mutation der Parasiten war eigentlich dafür gedacht, dass er nicht so dämlich ist. Nee, Spaß beiseite. Ich denke, die Story werden wir in den nächsten paar Parts aufgelöst bekommen, weil inzwischen sind immer noch ein paar Fragen offen, wie zum Beispiel, was ist denn immer noch mit Ada? Wir haben die letzte Zeit halt diesen einen Kussbrief bekommen vor 2-3 Folgen. Ja, und was dann abgeht im nächsten Kapitel, sehen wir im nächsten Part von Resident Evil 4. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.